Ja, hier seht ihr, dass mein Wassersprenger undicht ist. Da siehst du so Spülspuren. Und ja, das heißt, das Ding wieder ausgraben und schauen, wo die undichte Stelle liegt. Ja, und ihr seid live dabei. Das ist so das, was man echt überhaupt nicht will. So, das sieht so aus, als wenn nur nicht richtig aufgeschraubt war. Wir lassen jetzt mal Wasser laufen und dann schauen wir mal, ob es das schon gewesen ist. Erfüllt sich. Er erfüllt sich, Schrott. Aus! Frisch eingesetzt, das Mistding. Da siehst du auch noch die Spuren. Nee, das ist doch kacke. Das will man nicht. Jetzt müssen wir warten, bis das Wasser weggesickert ist. Baggermatsch, 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 Baggermatsch. Könntest du noch mal das Wasser anmachen? Blau? Ja. Mach ich. Gut. Gut. Unten ist so ein Entwässerungsventil. Und dieses Entwässerungsventil ist undicht. Also ich nehme jetzt den Sprenger ab. Versuche. Das Ventil zu reinigen. Oh. Da ist wahrscheinlich von unten nur Dreck drin. Kannst du noch mal das Wasser aufmachen, bitte? Ganz kurz nur. Ah. Scheiße! Ich hoffe, das wurde ich nicht gewöhnt. Erzähl nicht. Das Ding ist undicht. So, jetzt versuche ich noch mal ein bisschen mit dem Schraubendreher das in Gang mal zu machen. Kannst du noch mal anmachen, bitte? Ja, dieser Bild. Gut! Wieder dicht. Nein, ja, das ist ein kleiner Abdatsch hier. Na, hoffen wir mal, dass er jetzt dicht bleibt. Okay. Dann kommt mal hier der Rasen wieder rein, dann ist gut. Den Rasen wieder reingesetzt. Festgetreten. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass der Rasensprenger nicht mehr undicht ist. Wir werden sehen. Der scheint jetzt dicht zu sein. Das war noch voll Wasser, weil er oben jetzt undicht war. Oh, der scheint jetzt nicht zu sein.